Das ist. Online-Spiel, okay. Kapitelauswahl Alabaster Arc. Also ich muss ja gestehen, One Piece Pirate Warriors 4 ist seit langen Zeit mal wieder ein One Piece Spiel, das ich gespielt habe. Das letzte, glaube ich, war One Piece Grand Battle auf der PlayStation 1. Ich glaube, da war ich so 15, 16, irgendwie so in dem Dreh rum. Also schon eine ganze Weile her. Ins Land der Wüsten. Brüderliche Verbindung und großer Enthusiasmus. Monkey D. Luffy は 幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に、秘密の大会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だった。ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクタークレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれない。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへさ。ナミの表情も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。 Oh man. Dun, 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 dun. Oh, ich kann Charakter auswählen. Dann spielen wir doch jetzt mal mit Zorro. Oh, die haben ja sogar Stats. Na, ist ja alle im Grunde gleich. Passt. Wow. Krafttyp, Kampfstil. Krafttyp-Eigenschaft. Wird ein Gegner mit einem starken Schlag auf den Boden oder gegen eine Wand geschmettert, wird eine Schockwelle ausgesandt, die Gegner in der Nähe trifft. Gucken wir doch mal, wie die Ladezeiten sind. Und nochmal eine Ladezeit. アラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは王家七部会、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては、町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら、七部会でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかし、その英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとは。
みんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができればアラバスタが救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？Da, wo das Fleisch ist, würde ich sagen. Sag ich doch. Oh shit. Badass Smoker.あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。とりあえず逃げるしかねえ。カシギ。カシギ、海兵どもを緊急招集。街をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。 Okay, dann tun wir das. 捕まってたまるか。逃がすか。ホワイトブロー、かげろー。やまん、やめときな。お前は煙だろうが俺は火だ。俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよ。てめえか。白ひげ海賊団の二番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガスディエース。弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。Aha, aha, aha. Okay, der Lageplan. Aha, aha. Ja gut. Bedingungen Sieg.Durchbricht die Belagerung von der Gruppe Marinesoldaten. Oh, wenn auch nur einer von denen besiegt wird. Oh nee, dann muss ich jetzt die ganze Zeit Lysop und Chopper beschützen. Und Nami. Oh. Verpasse Smoker eine Abreibung. Was ist denn das? Oh, ich kann die Hintergrundmusik ändern. Interessant. Fähigkeiten auswählen.Gut, habe ich keine. Gut, habe ich auch nichts zu nennen. Wachstum mit Karten. Charaktere können mit Hilfe von Karten wachsen. Wenn du die Insel erreichst und die notwendigen Münzen und Berry verwendest, kannst du die Werte des Charakters erhöhen und neue Spezialangriffe erhalten. Auf jeder Insel kannst du eine bestimmte Anzahl von Malen wachsen. Die erhöhten Parameter dieser Karte haben einmal.Was? Ja gut. Ich würde mal sagen, los geht's. Itoriu. Zack. Logia-Taktiken.Wenn ein Logia-Charakter eine Fähigkeit aktiviert und sein Aussehen ändert, können normale Angriffe keinen Schaden anrichten. Indem du den Gegner zu einem Schildbruch bringst, kannst du ihm direkt Schaden zufügen. Okay. Dann gucken wir mal, was der so drauf hat, der Zorro. Und... Nitori! Okay.
So weit wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht weg. Ja. Krafttyp, volle Kraftbursts. Okay. So, die falsche Richtung. Wo bist du? Wo ist Smoker? Da. Gut, das hat sich jetzt gelohnt gegen diesen einen Soldaten. Ich vergesse ihn das angesehen. Und das war's. Und los geht's! Weg mit euch! Nimm das Gebiet Wüstenstadt ein und durchbrich die Belagerung. Okay. Territorium. Besiege Gegner innerhalb des Territoriums, um die Territoriumsstärke auf 0 zu reduzieren. Besiege dann den Anführer, der erscheint, um das Territorium zu Fall zu bringen. Das Erobern des gegnerischen Territoriums wird den Vormarsch deiner Verbündeten unterstützen. Territorium. Überall Territorium. So. Wo ist der Anführer? Wo? Wer sind die? Kann ich mir den näher angucken? Das sieht aus wie einer von den Declavan Brothers. Hi Sanji. Und... Bam. Schön gefinisht, würde ich sagen. Nami, du bist in Ordnung? Ja. Hey, Chopper. Wie der da drum wieselt. Fang den Chopper. Ich mach mit. Alter, der geht dir voll ab. Mutter. Geil. Warte mal. Da hinten war irgendwie noch ein Anführer. Falsche Richtung. Ich will da rüberfliegen. Ach, diese blauen Heine sind bei mir. Was sind das für welche? So. Schatztruhe und Gegenstand. Öffne Schatztruhen, um verschiedene Gegenstände mit Spezialeffekten zu erlangen. Bei niedergeschlagenen Gegnern besteht ebenfalls eine geringe Chance, dass sie Gegenstände fallen lassen. Boah, 5000 Berry. Ja, reich. Boah, wie sieht der aus? Gut. Na gut, die Charakterdesigns sind jetzt mal so. Ja. So, und das war's mit dir. Okay. Warte. Weg mit euch. So. Was? Die Passe der Marine sind dann entlang der Straße in Abreibung. Okay.
Dann machen wir das mal, würde ich sagen, ja? Boah, das ist wie den Kommandant. Ich will den Kommandanten. Lass mich durch. Nein! Ja, der hat einen Afro. Verbündete retten. Geschwächte Verbündete sind mit einem grünen Ring gekennzeichnet. Näherst du dich diesen Verbündeten, wird ihr Leben wiederhergestellt. Und natürlich zeigen sie dann natürlich Lizard, ist klar. So, wo ist denn der? Da hinten. Oh Gott, der ist ja am Arsch der Welt. Was? Oh, macht denn der auch da hinten? Nebenmissionen. Nebenmissionen können stattfinden, wenn du dich kämpfen an verschiedenen Orten näherst oder bestimmte Kriterien erfüllst. Wenn du die Nebenmission erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du nach dem Kampf Barry als Abschlussbelohnung verdienen. Okili dokili. Ich muss jetzt erstmal Lüsse brennen, das ist bestimmt eine Gefahr oder Chopper. Na? Wo seid ihr denn? Hä? Du musst doch hier irgendwo sein. Schon wieder die Afro-Power. Yeah, zack, zack, zack. Hey, also hier ist das grüne X, aber hier ist halt einfach keiner von meinen Leuten. Hui, Schatz. Toll. Das hat sich gelohnt. Ich verstehe das jetzt nicht. Das grüne X soll das symbolisieren, dass hier irgendeiner von meinen Leuten in Gefahr ist. Aber hier ist halt einfach keiner. So, jetzt ist Zeit zu sterben. Aber das war doch gerade Lissops Stimme. Oh, mal gucken, ob wir die Nebenmission noch erfüllen können. Schnell, 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 schnell. Schneller wie der Wind. Such die Dragon Balls. Was? Falsche Anlage. Ja, und wir haben Lissop den Lappen gerettet. Mann. Und zack. Was willst du? Was wollt ihr? Vielleicht hätte das Spiel doch auf den höheren Schwierigkeitsgrad stellen sollen. Oh. Lissop hat erneut den Rückzug angetreten. Die Piraten kommen! So. Was sollen denn die blauen Symbole bedeuten? Das sind meine Verbündeten, oder was? Hier geht's ab. Hier ist ja noch mehr los. Und... So, zack, zack. Aber ich verstehe nicht, wer hier diese blauen Verbündeten von mir sein sollen. Irgendwelche Sandbanditen oder was? Verpasste Gruppe Marinesoldaten entlang der Straße in Abreibung. Achso. Und unterstütze den Rückzug deiner Verbündeten. Ach, ich soll hier sogar unterstützen beim Zurückziehen. Ja, gut dann. So, wer braucht jetzt noch Hilfe? Weg mit dir. Es werden immer mehr. Oh, Sanji, ich rette dich ja schon. Meine Güte, krieg schon nichts alleine gebacken.
Volle Kraftburst. So. Oh, der ist ja noch im Leben. Hey, ich kann jetzt nicht eine Weile. So. Und weg ist er. Jetzt wird es Zeit für unser Duell, Tashigi. Was ist denn mit der los? Dann. Boah, was? Ist ja mein Schlag geblockt. Also die Attacke ist jetzt nicht so gut zu treffen. Zieht euch mal. Ah, Sanji, hau ab, du willst dir eh nur anbaggern. Das ist irgendein behinderter Kamerawinkel hier. So, es wird Zeit, es zu beenden. So. Oh, da hinten ist noch ein Kommandant. Man verliert hier einfach keine Leben. So, das war's mit dem auch. Und da hinten sind noch zwei rote Punkte. Auch noch. Und wo sind die letzten hier? Ja. Zack. Ach scheiße, ist da oben schon wieder einer. Ich glaub's ja nicht. Du. Was willst du, hä? Guck mal, der greift mich halt nicht mal an, weißt du? Das ist halt das... Also das hätten sie schon ein bisschen anders machen können, weil die greifen einen halt nicht mal an. So. Wow, Smoker. Kampf gegen Gegner in der Luft. Gegner in der Luft können auf den Boden geschleudert werden, indem du sie zu einem Schildbruch zwingst oder sie K.O. schlägst. Indem du sie mit rechter Analogstick anvisierst, kannst du einen starken Sprint und Spezialangriffe in Richtung des anvisierten Ziels vollführen. Schleudere Gegner nach einem starken Sprint mit einer Luftkombo oder Spezialangriff zu Boden und füge ihnen in dieser Zeit schweren Schaden zu. Weg da! Yeeha! So. Zack, und zack, und zack. Was wollt ihr eigentlich alle? Seht euch. Oh, Tashigi ist auch wieder da. Runde 2. Und gleich hinterher. Oh. Ich hab gar keinen Schaden gemacht, oder was? Ach, Tashigi, warum bist du immer in irgendwelchen Stellen, wo die Kamera so spackt? Wow. Jetzt geht's hier aber rund hier. Dich kümmere ich mich auch gleich, Smoker, aber erstmal ist Tashigi in der Reihe. Wo ist sie denn? Danke, Sascha, für den Follow. Ja. Ach ja, was ich vorhin noch erwähnen wollte. In circa 20 Minuten kommt nämlich mein neues Video auf YouTube. Und zwar eine neue One Piece Theorie. Ich habe jetzt mein One Piece Sprechen heute schwer.
meine One Piece Theorien ein bisschen neu gestaltet. Und zwar waren ja meine Videos meistens immer so 3, 4, vielleicht mal 5 Minuten lang oder so. Es ist natürlich nicht gut für den YouTube-Algorithmus, weswegen ich mich dazu entschieden habe, einfach immer, da ich die Videos nicht einfach künstlich strecken möchte, wie so viele andere Leute, habe ich mich dazu entschieden, einfach mehrere Theorien in ein Video zu packen, somit, damit die Videos trotzdem auf ihre 7, 8, 9, 10 Minuten kommen, aber ich nicht einfach künstlich irgendein Blabla erzählen muss, damit das Video länger wird. Und heute kommt diese erste Doppeltheorie und dabei wird es um zwei Themen gehen. Zum einen um Kaidos King, ob er wirklich mal im Impel Down war, ob er im Warden war oder ob er möglicherweise einfach nur eine andere Position innerhalb im Impel Down hatte. Und die zweite Theorie wird sein Shiryus Verbindung zu Wano Kuni und zu welcher Familie er möglicherweise gehören könnte. Also, nach dem Livestream würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal Faceful TV geht und euch diese Theorie anschaut. Falls ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, einfach den Abo-Button smashen. Ja, aber jetzt genießen wir erstmal weiterhin das Spiel und ich habe schon wieder die Sicht verloren. So. Bleib hier! Okay, damit komme ich nicht an ihn ran. Alter, wo bist du? Oh, Alter, wo? Ich sehe halt nichts. Das hätte nicht immer so beschissenen Stellen. Oh, er ist wieder zu Boden. Na dann. So, ein bisschen Platz geschaffen. Wow, ich habe sogar echt mein Leben verloren. Och Mann, hau doch nicht ab. Alter. Was ist denn der? So. Also Luftkämpfe sind jetzt nicht so geil. Wie treffe ich den gefühlt halt nie? So, und jetzt stirb. Smoker, Taisa, du Lennak, du Tren. Wie war das? Ich bin ein bisschen zu viel. Und da heulen sie wieder alle. さっきのやつはお前の兄貴なのか?あ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから、3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだ、エースは。勝負して1回も勝ったことなかった。あんたが一度も?生身の人間に?そうさ。 負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって。エース。ああ、こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、全く。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、紙切れじゃんか。 そいつを持ってろ。あれ、ウィーヴルカート。出来の悪い弟を持つと、兄貴は心配なんだよ。お前らもこいつには手を焼くだろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか?ああ、俺は今、重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが。
もともとは白姫海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。やつは海賊船で最悪の罪、仲間殺しをして船から逃げた。隊長の俺が始末をつけなきゃならない。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会うときは海賊の高みだ。エンス、またな。来いよ、高み。ルフィ。Whitebeards Logo。ただ。いいじゃねえか。So。ダンダダンダダン、Crew Level。Okay。Yay! Irgendwelche Münzen erhalten. Ja. Ihr seht ja gut, ich... Was? Oi, Luffy!早く行って反乱軍を止めなきゃ。お前、100万の人間が激突してエレー事態になっちまうんだぞ。つまんねえ。何を、こら、リビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのか。その町についても俺たちは何もする。こいつは考えもなしにたまに確信をつくよな。お前はこの戦いで誰も死ななきゃいいって思ってるんだ。国の奴らも俺たちもみんな、七部会が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、みんな無事ならいいと思ってるんだ。甘いんじゃねえのか。人は死ぬぞ。やめてよ、そんな言い方するの。今それを止めようとしてるんじゃない。なぜ誰かが死ななきゃいけないの。悪いのは全部クロコダイルなのに。じゃあなんでお前は命かけてんだ。この国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことくらい俺だってわかるぞ。何よ、お前なんかの命一個でかけ足りるもんか。そうだ、じゃあ一体何をかけたらいいのよ。他にかけられるものなんて。Naja, außer ein gesamtes Königreich, eine Menge Schotter und. Der Schlüssel zur großen Flucht, Mr. Prinz. Ruffy und seine Crew haben Crocodiles versteckt, die Rainbase gefunden, sind aber in eine raffinierte Falle getappt. Yay! Ich spiele mal Sanji. Geschwindigkeitstyp Kampfstil. Geschwindigkeitstyp Eigenschaft. Starker Sprint verbraucht weniger Ausdauer. Yay! Wuhu, das ist ja super. Krokodile のいるレインディラーズを目指したルフィたちだったが、再びスモーカーに追撃され、ビビ、サンジ、チョッパーとはぐれてしまう。スモーカーともどもレインディナーズに突入したものの、ルフィたちはクロコダイルの罠によって捕らえられてしまった。巧妙な罠だ。ああ、
しようがなかった。Na, einen ganz kurzen Moment. So, ich hoffe, ich bin ja so noch gut hörbar. Ja, machen wir es einfach mal so. Da ist er ja. Ich will immer noch wissen, was Crocodiles Geheimnis eigentlich ist. Ob er wirklich vielleicht mal eine Frau war? Hm. これと勝負しろ。じゃあ、まあ、ちょうど頃合い、パーティーの始まる時間だ。違うか、ミスオールサンデー。 まもなく反乱部がアルバーナに向かって動ける。さて、俺たちは一足先に失礼するとしよう。アルバーナで大事な用があるんでな。何？こちらはクソレストラン。てめえ、一体何者だ？ ミスタープリンス、うちのクルー。ミスタープリンス、今どこにいる？そりゃ言えねえな。言えばお前は。手こずらせやがって。もしもし、レインディナーズの前で妙な男を捕らえました。こりゃいい。見物に行くぞ、ミスオールサンデー。 言い忘れてたが、この部屋はじきに水に沈む。じゃあな、麦わらのルフィ。